Ja. So, unseren Trailer haben wir ja letztes Mal beladen hier. Das ist ein ganz schönes Stück. Den müssen wir jetzt zum Sägewerk bringen. Ich hoffe mal, dass es noch aufhabt. Wir haben schon so spät. 23 Uhr gleich. Mal gucken, wie viel wir für unsere Ladung hier kriegen. Dass wir uns auch ein bisschen was kaufen können. Wir müssen zum Hallo? Palettenverkauf. Hallo? Hallo? Oh, oh, Sind Sie, halten oh, Sie mal an. stopp, stopp. Ich mach mal hier. Hallo? Ja, Sind hallo? Sie der, ist Ihr Onkel verstorben? Ja, ich bin der Hannes. Sind Sie der Hannes? Ja, und Sie, was machen Sie hier? Ja, ich So. habe gehört, dass Ihr Onkel verstorben ist. Ja, mit. Dachte, vielleicht irgendwie Jetzt kommen Sie erstmal hier auf die Seite. Wir haben können Sie ja nicht da auf der. irgendetwas. Haben Sie noch irgendetwas von ihm vererbt? Oder hat das gar nicht, hat er gar nichts? Ja, ein bisschen Forstwirtschaft hat er mir hinterlassen. Aber Ah, mehr das. eigentlich nicht. Ja, was machen Sie jetzt? Naja, wir müssen gucken. Ich dachte mir hier, das Dörfchen ist so schön. Ich wollte eigentlich hier ein bisschen bleiben und eigentlich suche ich auch noch jemand, der mir ein bisschen hilft. Ja, könnte helfen. Ja, das ist ja perfekt. Und Ich wollte hier eigentlich so irgendwann einen kleinen Hof aufbauen. das Dörfchen ist ja wirklich schön. Es hat ja schöne Gassen. Hab vorher auch bei an der Busfahrt gesehen, dass es auch sonst Ja. schöne Läden hat. Ja, man braucht halt eine Schöne Weile, bis man hier Felder. ist. Ja Ja, gut, es wird schon. der, Ja, der, der. wovon geht's? Soll ich jetzt bei Ihnen bleiben? Oder brauchen Ja, Sie? also ich muss jetzt hier mal, ich habe hier 30 Meter Stämme geladen, die muss ich jetzt erstmal abladen. Ja, das ist Sind ja, aber richtig dicke Brocken. ein Haufen Zeug hier. Ja, und vor allem lang, also. Ja. Wissen Das Sie sind. hier, dass Sie hier überhaupt um die Ecken den Wagen bekommen? Also Ja, ich das hoffe ist ja mal, kein Wunder. dass ich da gleich durchkomme, aber ich Vom meine, Überlänger. Sie könnten mir ja gleich mal da bei der Einweisung helfen. Da hinten um die Ecke muss ich nämlich, glaube ich, nach rechts. Da muss Nach ich nach, rechts? ja, Ja. hier, da muss ich rum. Also, na, ich weiß nicht, ob ich das so einfach Ja, wollen schaffe Sie hier. hier? Wenn Sie. Wohin müssen Sie dann zum Sägewerk? Ja, genau. Die Palettenherstellung braucht neues Holz und deshalb. Aha. Also, Sie können ja gerade mal die Straße sperren. Wie heißen Sie denn überhaupt? Ja, ich bin Hans. Hans und Hannes, das ist ja perfekt. Dann ja, sperren Sie die Straße und ich fahre da mal um die Ecke. Ich hoffe mal, dass ich da durchpasse. Mit meinem kleinen Ja, wenn Traktor. Sie knapp genug ausholen, dann schon. Ja. Kommt auch gerade kein. Doch, jetzt kommt einer von unten. Super. Von unten. Ja. Ja. So. Jetzt kommt noch einer von oben. Sollte es einfach landen. Ja. Ja, jetzt fangen die schon. Achtung, Achtung. Ich will dich nicht. Ja. Genug, genug. Reicht. Das wird auf der anderen Seite wird das vielleicht knapp. Man hier außen rum. Die Dachrinne nehme ich halt ein bisschen mit, aber. Oh, nein, Ja. jetzt hänge ich am Haus. Verdammt. Ist es der einzige Weg hier? Na, ich könnte auch noch hier gerade, also ich hätte geradeaus auch fahren können. Aber Da, wieso jetzt. fahren Sie denn nicht da raus? Ist es Der Weg. egal. Schaffen Sie Gucken es mal. nicht mal. Nee, 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 halt, 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 aua, aua, aua. Ah, sei. Sie haben mich eingequetscht. Sie eingequetscht, Hans. Ja. Aufpassen. Ja. Ja, aber da muss ich, ja, ich hänge mal gerade den hinteren Trailer ab. Und dann ziehe ich gerade und dann komme ich noch mal. Ja, und Sie lassen mich einfach hier eingequetscht. Hallo? Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ich komme gleich wieder. Ich bemühe mich, ich komme.
Geht's noch oder soll ich einen Krankenwagen rufen? Nee, es geht momentan noch. Ich komm schon. So, jetzt, ich befreie dich gleich. Nein, ich schaff's nicht. Ich krieg den Auflieger nicht. Moment. Was ist da los? Ich krieg ihn nicht. Dann, ich muss den schieben. Ich schieb ihn weg. So. Bist du frei? Dann kann ich jetzt. Ah, jetzt, im Moment, jetzt kann ich ihn anhängen. Eieiei. Jetzt mache ich gerade mal die Straße. Ah, ne, der blockiert uns dann unten. Also, Sie können gerade mal zum. Achtung, geh auf Seite. Du, sind wir eigentlich per Sie oder per Du? Mir ist es egal. Ja, dann sind wir per Du. Weil, ist ja. Okay. Du kannst gerade mal zum Shop gehen. Und ja. Dann, ei, komm, rum hier. Und dann kannst du gerade mal gucken, weil da, wir brauchen ja neues Equipment. Wir brauchen noch ein bisschen was für die Feldwirtschaft. Dann kannst du dir da schon mal was aussuchen. So, jetzt muss ich nur hier. Dann warte ich mal dort zum Fall. Ja, ich beeil mich. Nein, falsch rum. So. Nein, nicht gegen den Baum. So, jetzt bin ich wieder frei. Oh. Oder auch nicht. So, jetzt geht weiter. Ich muss mir mal überlegen. Ich wollte mir eigentlich auch noch ein Feld kaufen. Weil irgendwas. Jetzt habe ich einen Helfer eingestellt und der hat nichts zu arbeiten. Das ist auch ein bisschen doof. Da müssen wir mal gucken, wie viel Geld wir hier rausholen. Dass wir uns noch ein Feld kaufen. Dass der auch was zu tun hat. Und bezahlt werden will der ja auch noch. Eieiei. Naja, mit der Situation müssen wir jetzt einfach leben. So, jetzt gucken wir mal, wo das Sägewerk ist. Also, wir fahren hier. Ich weiß gar nicht. Es sieht alles ein bisschen weniger sägewerkig aus. Ja, warte mal. Ich frag den hier gerade mal. Halt, stopp, Sie da. Hallo. Der ist in meinen LKW reingelaufen. Ja, aber vielleicht gibt es ja auch ein Schild. Ich weiß ja nicht. Gucken wir mal. Die laufen alle mitten auf der Straße. Und nein, jetzt kommt da noch ein Auto. Gott, wie soll ich denn hier schon wieder um die Ecke kommen? Ich komme hier überhaupt nicht durch. Auch nicht mit Gewalt.
Doch, jetzt. Komm. Eieiei. Okay, Vollgas. Das ist wirklich schlimm. Ich bleibe immer an den Straßenlaternen hängen. Wenn der Hans da wäre, dann könnte er mich vielleicht ein bisschen unterstützen. Aber den habe ich ja zum Shop geschickt. Eieiei, komm rum, komm rum. Ja, eieiei. Jetzt hänge ich komplett fest. Eieiei. Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Wie komme ich denn hier wieder raus? Hallo. Die Frau auf der Straße hat Hallo gesagt. Hier nicht weg. Wenn der Hans jetzt mit dem Traktor kommen würde, dann könnte der mir den Anhänger rumschieben. Weil andernfalls oh, jetzt habe ich ihn freigekriegt oder auch nicht. So, jetzt geradeaus. Ich hoffe mal, dass wir jetzt gleich da sind. Also das war ein sehr schlechter Weg. So, da haben sie gesagt, da steht's. Hier, Schreinerei, Bretterverkauf. Dann machen wir mal das Tor auf. Wir haben gesagt, wir dürfen hier einfach rein. Hier. Bretter, Paletten, Hackschnitzel, die brauchen wir nicht. Hier, Holzstämme. Ja, Türchen auf. So. Machen wir hier auch mal auf. Dass wir ein bisschen Licht haben hier. Ist ja dunkel. Ja. Also das wird noch eine ganz schöne Arbeit da hinten. Denn ich muss ja noch den zweiten Trailer holen. Kommen wir hier rein. So. Gut. Dann machen wir mal gerade die Gurte weg. Ja. Hier. Ja. Also das hat länger gedauert. Ich hoffe mal, dass der Hans jetzt nicht einfach weitergeht. Nicht, dass der denkt, ich komme gar nicht mehr. So, dann müssen wir reinsitzen und dann können wir nämlich hier Anhänger aufklappen. So, jetzt. 40.000 hat es bloß gebracht. Gucken wir mal, hoffen wir mal, dass der andere Trailer mehr bringt. So, jetzt kippen wir mal ab. Da wird natürlich nichts passieren, weil wir ja da... Oh! Jetzt ist mein LKW fast wieder umgefallen. Na, ich hätte halt erst die Spanngurte lösen sollen, gell? Also, ist ja ein ganz schöner Aufhängerfehler. Ey, geh doch mal weg da. Hallo? Jetzt...
So, Dele. Und jetzt liegt da, da liegt noch was. Kann ich dir vielleicht oder so? Hallo? Der will nicht alle meine Stämme kaufen. So, einer liegt noch da, aber den kriege ich jetzt nicht weg. Okay, also 90.000 hat das Ding gebracht. Wie gesagt, eigentlich hatte ich gedacht, es gibt viel mehr. Dann müssen wir mal gucken, welches Feld ich dem Hannes kaufen kann. Dem Hans. Ach, jetzt komme ich mit unseren Namen durcheinander. So. Ich gehe jetzt mal kurz zum Hans. Ich fahre mal gerade bei dem vorbei, weil wenn der jetzt immer noch am Laden steht, der Laden ist jetzt zu. Es ist ja, der ist ja ein bisschen blöd gelaufen. Und dann muss ich halt eine Nachttour einlegen und hier die Anhänger einsammeln. Aber ja, anders ging es halt nicht. Nee, halt zu früh. Da vorne müssen wir erst abbiegen. So. So, hoffentlich ist der noch da. Wenn der jetzt weggegangen ist, dann ist er, naja, dann ist er weg. So, Stabbebach sind wir. Und jetzt haben wir schon wieder 2500 minus. So, oh, da. Da steht er. Irgendwo. Hallo, wo warst du? Servus. Du glaubst nicht, du glaubst nicht. Also, Was? wenn ich dir das erzähle, das war. Das war unglaublich. Ich habe da durch eine kleine Gasse durch müssen. Also die Gasse, die Hälfte von dem Silo hier. Das war, wo bist du denn jetzt, da bist du. Die Gasse, die war einfach zu eng. Also das ging gar nicht. Und ja, jetzt sind wir schon 0 Uhr 50 gleich und ach ja. Ja, und was ist mit dem Anhänger? Sind die Ne, jetzt dort oder was? die habe ich jetzt mal da gelassen, weil ich habe mir gedacht, du wartest und frierst hier. Heute Nacht soll es noch schneien. Ja, ich bin eben deswegen, bin ich zu ein paar Leuten geklingelt, aber niemand wollte aufmachen, beziehungsweise niemand wollte mich reinlassen. Ja, Naja. ich würde sagen, wir müssen das mit dem Traktorkauf für auf morgen verschieben. Ich muss jetzt die Trailer wieder zurückholen und dann, weil der Shop, der hat ja, also ich weiß nicht, du hast du geschaut, der Shop ist glaube zu. Weil Ja, der hat. um 2 Uhr morgens sicher. Was soll ich jetzt hier im Shop warten oder Ja, sonst? warte mal, ich. Ich glaube, da vorne wohnt der Friedrich. Komm, wir gehen mal zum Friedrich. Wo wohnt denn der noch gleich? Da? Nee, was ist da? Ich glaube dann auf. Hier, das da. Das ist ein Landgasthof. Da wohnt der Friedrich. Ich glaube, bei dem klingeln wir mal. Und da kannst du dann schlafen. Okay, Okay. sagst du, Hannes hat dich geschickt. Okay, der Neffe vom Bernhard. Die wissen, die kennen den alle. Okay. Gut, ich hol die Trailer und dann. Sind wir morgen früh um 7 Uhr treffen wir uns an der am Shop. Am Shop. Okay. Okay, dann Ja. bis morgen, gell? Schla Bis morgen. Schlaf gut, Bis ciao. heute noch. Weil es ist ja auch schon Ja, 2 Uhr. die Nacht wird kurz für mich. Tschüss, ich beeil mich, Ja, ciao. tschüss.